Es tut auch Ihrer Gesundheit gut. Skorpion, Liebe. Am 9.10. steht Mars im Quadrat zu Pluto und lässt Sie aufbrausend wirken, obwohl es der Anlass gar nicht verdient. Nehmen Sie sich etwas zurück. Am 13.10. steht Mars im Trigon zu Saturn und bringt Aufschwung in der Liebe. Singles können jetzt neue Kontakte knüpfen, die auch langfristig gute Aussichten haben. Am 22.10. wechselt Merkur in den Skorpion und macht Ihre Kommunikation in der Beziehung fordernder, provokanter, aber auch lösungsorientierter. Am 23.10. ist der astrologische Zeichenwechsel. Sonne im Skorpion bedeutet, dass Ihr persönliches Charisma in Ihrem Monat nun bis Ende November ganz besonders anziehend wirkt. Perfekt für die Partnersuche, wenn Sie zufällig gerade allein sind. Perfekt natürlich auch für Gebundene, die nun den Liebsten einmal mehr um den Finger wickeln können. Beruf. Es liegt an Ihnen, ob der Oktober 2023 ein Füllhorn oder eine Falle wird. Die Sterne breiten vor Ihnen eine Fülle von Möglichkeiten aus, aber Sie treffen die Wahl. Am 11.10. wird Pluto direktläufig und kann gerade Ihre Talente besonders herausheben. Aber es kommt jetzt darauf an, dass Sie sie konstruktiv einsetzen für das Gemeinwohl oder für den Fortschritt des Unternehmens und nicht wie so gern im Trüben fischen. Am 29.10. steht Merkur in Konjunktion zu Mars und kann Ihr Denken beschleunigen, sodass Sie endlich diesen gewissen Konflikt lösen. Ihr Beruf wird sicher sehr davon profitieren, wenn es weniger Reibungsverluste im Alltag gibt. Gesundheit. Seien Sie ein bisschen vorsichtig, was Ihr Temperament angeht. Es könnte sich im Herbst negativ auf Ihre Gesundheit auswirken. Am 1.10. steht Mars im Quinkung zu Uranus und kann zu Stress, Spannungen und auch Unfällen führen, vor allem mit Technik und im Straßenverkehr. Mars treibt Sie an, Uranus sendet den zündenden Funken dazu und der Skorpion schürt ihn noch. Na, Sie können sich vorstellen, wie das endet. Generell sollten Sie im Oktober verstärkt zu Tai Chi, Bogenschießen oder ähnlichen sportlichen Entspannungsübungen greifen. Spirituelles. Da war doch noch was. Als Skorpion wissen Sie schon immer, dass es viel mehr gibt als das Sichtbare, Offenbare. Am 6.10. steht Mars im Quinkungs zu Neptun und zeigt Ihnen mit Nachdruck, vielleicht durch ein einschneidendes Ereignis, dass es eine Welt hinter den Schleiern gibt, die wir Wirklichkeit nennen. Nehmen Sie diese Impulse ernst, sie sind für Ihre spirituelle Entwicklung sehr wertvoll.